Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, morgen am 25. Januar ist der Gedenktag der Bekehrung des heiligen Paulus. Und in der ersten Lesung haben wir heute von Jona gehört. Jona und Paulus, diese beiden Männer, kann man ganz gut vergleichen. Sie haben nämlich vieles gemeinsam. Aber auch bezeichnete Unterschiede können wir feststellen. Jona ist zuerst der Ausreißer, der vor Gott flieht. Doch gerade den braucht Gott. Der Ruf Gottes erreicht ihn, doch er ist ein Feigling, der flüchtet und sich auf dem Schiff versteckt. Jona merkt jedoch sehr bald, dass er vor Gott nicht davonlaufen kann. Es kommt der Sturm, man erkennt, dass er der Schuldige ist. Jona gibt es zu und will, dass man ihn ins Wasser wirft. Der Sturm legt sich sofort. Er wird dann von einem Fisch verschluckt, ist 3 Tage im Bauch des Fisches, wird an Land gespuckt und entschließt sich, doch nach Ninive zu gehen. Jona bekommt eine 2. Chance. Er geht 3 Tage durch die große Stadt und predigt in Ninive die Umkehr. Gott wirkt durch Jona. Und die ganze Stadt bekehrt sich tatsächlich. Damit ist er ein wichtiges Werkzeug Gottes geworden. Genauso ist es beim heiligen Paulus. Bei ihm ist es zuerst noch schlimmer. Er verfolgt sogar am Anfang die Christen. Sein Bekehrungserlebnis auf dem Weg nach Damaskus ist einmalig. Er will dort die Christen aufspüren und ins Gefängnis werfen. Doch nun schreitet Gott selbst ein. Christus selbst blendet ihn. Warum verfolgst du mich? Er fällt zu Boden und ist einige Zeit blind. Auch er merkt dadurch, dass ihn Gott für etwas Großes braucht. Ich staune über die Gnade Gottes bei Jona. Gott braucht einen Versager wie Jona, um Menschen zum Glauben zu führen. Ich staune auch über die große Gnade Gottes bei Paulus. Gott braucht einen Fanatiker wie Paulus, der zuerst der ärgste Feind der Christen war und so viele zum Christenglauben dann geführt hat. Da kann man eigentlich aufatmen und beruhigt sein. Wenn Gott solche feigen Leute wie Jona braucht, dann kann er auch jeden von uns noch gebrauchen. Wenn Gott solche sündige Menschen wie Paulus gebraucht, dann sind auch wir für Gott zu gebrauchen. So kann Gott selbstverständlich jeden Menschen gebrauchen. Keiner ist ein Jona, keiner ist ein Paulus. Jeder hat seine Schwächen und seine Fähigkeiten. Jeder wird von Gott gerufen. Für jeden hat er einen Auftrag. Wir sollen nur bereit sein, uns sozusagen gebrauchen zu lassen. Wir sind wie ein schmutziger und zerknitterter Briefbogen, auf den Gott seine Nachrichten schreiben will und den er dann den Leuten unter die Nase hält. Das ist meine Botschaft an euch. Oder umgekehrt könnten wir es auch formulieren, wir sollen wie ein Bleistift sein, mit dem Gott einen Liebesbrief schreiben kann. Vielleicht sind wir auch ein anderes Werkzeug Gottes. Der heilige Dominikus Savio sagte zu seinem Lehrer Don Bosco, ich bin der Stoff, Sie sind der Schneider. Machen Sie ein schönes Gewand aus mir für den lieben Gott. Wir wollen uns also gebrauchen lassen. Lassen wir uns nicht von Menschen, sondern von Gott
benützen. Er wird dann etwas Gutes daraus machen. So wie Jesus, wir hörten es im heutigen Evangelium, die Fischer am See Genezareth zuerst gerufen hat und dann, weil sie ihm nachgefolgt sind, für seinen Auftrag benutzen konnte. So ruft er auch uns, uns alle. Mit jedem hat Gott etwas vor. Wir alle sind erstens zweifellos natürlich zur Heiligkeit gerufen, dass wir die Liebe Gottes verkünden und dass wir dann auch die Liebe Gottes ausstrahlen und im Alltag versuchen zu leben. Der liebe Gott möge uns auch konkret sagen, für was er mich heute und in Zukunft braucht. Folgen wir dadurch Jesus nach, fragen wir immer wieder nach seinem Willen und bitten ihn, diesen Willen in unserem Leben dann auch umsetzen zu können. Amen.